Ja, rede zu uns heute Abend, Herr. Rede zu uns durch dein lebendiges Wort. Herr, und gewinne unsere Herzen ganz für dich und für dein Reich, dass sie nur noch für dich brennen und alles andere, was uns noch Wichtiges abfällt und uns sogar Schaden und Verlust wird. Herr, wirklich, zünde neu ein Feuer an in allen Herzen, Herr. Amen. Ja, genau. Amen. Ja, wir wollen dieses Wochenende benutzen. Der Herr hat uns ein Anliegen gegeben, noch mehr Gemeinschaft zu haben über die Zeit der Wiederkunft Christi. Wann der Herr kommt und was für eine Zeit es ist, in der wir heute leben. Und auch, was Gottes Weg der Vorbereitung ist. Denn die Wiederkunft Christi ist keine Sache, der wir leichtfertig entgegenstolpern sollten. Es ist das wichtigste Ereignis im ganzen Universum. Dass Jesus Christus zurück auf die Erde kommt, das ist das allergrößte Ereignis, was geschehen wird. Und wir Gläubige sind dazu berufen, dass wir uns darauf vorbereiten. Und heute Abend müssen wir sehen, über die Wiederkunft Christi zu reden, ist eigentlich nichts Besonderes. Es ist etwas, was im Herzen jedes Christen sein sollte. Deswegen haben wir die Verse gerade gelesen in Apostelgeschichte 1. Schon direkt bei der Auffahrt des Herrn, als er sein Werk auf der Erde abgeschlossen hat, ist gerade eben aufgefahren und die Apostel und die Jünger haben ihn noch auffahren sehen. Sofort sagte der Engel zu ihnen, dass Jesus wiederkommen wird. Der Engel hätte auch viel anderes zu ihnen sagen können. Er hätte ihnen zum Beispiel sagen können, trauert ihm nicht nach, konzentriert euch auf das Werk, was jetzt vor euch steht. So hätte ich vielleicht geredet. Aber der Engel sagte ihnen, dieser Jesus, der von euch in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise kommen, wie ihr ihn in den Himmel habt auffahren sehen. Der Engel redet sofort von der Wiederkunft des Herrn. Und ich bin mir sicher, jeder von den Jüngern, der da dabei war und das gesehen hat, hat seit diesem Tag das Kommen des Herrn in seinem Herzen gehabt. Mit Sicherheit. Und deswegen lesen wir auch in jedem der Briefe im Neuen Testament, egal welcher Apostel ihn geschrieben hat, wir lesen darin von der Wiederkunft Christi und wir sehen die Herzen dieser Apostel, wie sie gebrannt haben für die Wiederkunft des Herrn. Wie ihr ganzes Leben darauf ausgerichtet war, dass ihr Herr zurückkommt und mit ihm das Reich Gottes auf die Erde. Das ist etwas, was im Herzen jedes Christen sein sollte. Und auch 1. Thessalonicher 1, was wir gerade gelesen haben, dort heißt es auch, dass wir uns bekehrt haben von den Götzen, Vers 9 am Schluss, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen, und seinen Sohn vom Himmel zu erwarten. Ja, schon bei unserer Bekehrung. Wir dürfen nicht denken, auf die Wiederkunft des Herrn zu warten oder uns darauf vorzubereiten, ist etwas nur für wenige auserwählte Christen oder für jemanden, der schon sehr, sehr weit gekommen ist und viel gewachsen ist. Es ist schon von Anfang an etwas, das in unserem Herzen sein sollte. Schon seit unserer Bekehrung, wie hier steht. Wir haben uns bekehrt, um dem wahren Gott zu dienen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und wir haben uns auch bekehrt, um seinen Sohn vom Himmel zu erwarten. Jesus, der uns von dem kommenden Zorn errettet. Ja, denn wir wissen, wenn der Herr kommt, dann wird sein Reich auf die Erde kommen und dann wird auch der Richterstuhl Christi mit ihm kommen. Und er wird kommen zum Gericht. Beim ersten Mal ist er gekommen, um die Erlösung zu vollbringen und für alle Menschen ans Kreuz zu gehen. Und er ist wirklich gekommen, demütig und erniedrigt. Er hat sich so erniedrigt, um die Erlösung zu vollbringen. Aber beim zweiten Mal wird er ganz anders kommen. Er wird als König kommen, er wird als Richter kommen. Deswegen steht hier Jesus, der uns von dem kommenden Zorn errettet.
Gott hat viel Zorn. Wir kennen oft nur, oder die Menschen reden viel von dem lieben Gott. Man hört selten jemanden sagen, der zornige Gott. Aber die Bibel redet auch viel von dem Zorn Gottes. Müssen wir einfach nüchtern sehen. Und wir brauchen Errettung von dem kommenden Zorn. Und auch wir Christen. Natürlich, wir sind alle wiedergeboren, oder wir alle, die wir wiedergeboren sind, wir können gewiss sein, wir werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Jeder, der Jesus aufgenommen hat und durch Glaube und Taufe gerettet ist, der darf sich dessen gewiss sein. Er ist von dem Zorn errettet, der damit zu tun hat, in der ewigen Verdammnis zu landen. Davon sind wir errettet und lobt den Herrn dafür. Aber dennoch gibt es ein Gericht für die Christen, für uns Gläubige. Gibt es auch ein Gericht. Die Bibel redet sehr viel davon, dass der Herr auch uns richten wird nach dem, wie wir gelebt haben. Und deshalb müssen wir uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten. Denn wenn er kommt, wird er auch kommen, um uns alle zu richten. Und lobt den Herrn, wer sein Leben benutzt hat, um Jesus wirklich treu nachzufolgen, auf den wartet eine große Belohnung. Eine sehr große Belohnung. Nämlich mit Jesus Christus zu herrschen im tausendjährigen Reich. Aber es wird auch eine Strafe geben für Christen, wir reden hier von wiedergeborenen Christen, die sich nicht darauf vorbereitet haben, die ihr Leben gelebt haben, wie sie es wollten, wie sie es für richtig hielten. Und deshalb brauchen wir schon eine Furcht im Herzen, auch Gott zu fragen, wie sieht es heute aus? Was möchtest du? Die letzte Zeile von dem Lied, das wir gerade gesungen haben, war: Herr, du sollst ganz zufrieden sein. Es ist gut, das zu singen, aber wie sehr ist das in unserem Herzen? Wie sehr fragen wir in unserem täglichen Leben: Herr, was macht dich eigentlich zufrieden? Was möchtest du eigentlich tun? Ja, auch als Gläubige, es kann durchaus sein, dass wir zwar mit Jesus leben, aber doch Jesus nur für uns persönlich erfahren wollen, damit es uns besser geht. Aber was wir wirklich lernen müssen, ist, den Herrn zu fragen: Herr, was möchtest du eigentlich? Wie möchtest du, dass ich mein Leben investiere? Und so ein Herz brauchen wir. Und dass die Sache mit der Wiederkunft des Herrn vor allem mit dem Herzen zu tun hat, das sehen wir in Matthäus 24. Es gibt in Matthäus 24 einen Abschnitt, das ist der Abschnitt ab Vers 36 bis Ende, wo der Herr über die Christen redet, über die Gläubigen, die zur Zeit seiner Wiederkunft noch am Leben sein werden. Das ist natürlich auf die gesamte Menschheit gesehen nur eine Minderheit. Es gab schon viele Gläubige, die natürlich gestorben sind. Aber logischerweise wird an dem Tag, wo der Herr kommt, es auch Gläubige geben, die am Leben sind. Und zu denen sagt der Herr ein Wort. Und er sagt, ich lese nochmal Matthäus 24, Vers 40. Dann werden zwei auf dem Feld sein, einer wird mitgenommen und einer wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen, eine wird mitgenommen und eine wird zurückgelassen. Darum wacht, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Er redet hier zu Gläubigen. Für die Ungläubigen, sie haben natürlich nicht Jesus als ihren Herrn. Aber er redet zu den Gläubigen und zeigt, auch ein Gläubiger kann entweder wachen oder schlafen. Und wenn der Herr kommt, werden mitnichten alle mitgenommen. Der Herr sagt hier, einer wird mitgenommen, einer wird zurückgelassen. Wir brauchen ein Herz und einen Wunsch, zu denen zu gehören, die mitgenommen werden. Herr, wir wollen die sein, die mitgenommen werden. Und der Herr sagt zuerst mal, okay, wie wird man mitgenommen? Er sagt, darum wacht. Wachsam zu sein. Und dann redet er in den Versen danach von zwei Sklaven. Und auch hier müssen wir sehen, es sind beides Gläubige. Ein Ungläubiger ist kein Sklave des Herrn. Kein Ungläubiger wird sich nennen, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Das ist nur ein Gläubiger. Das zeigt uns nochmal, der Herr redet hier ausschließlich von gläubigen Christen.
Und er sagt in Vers 45, wer ist denn der treue und kluge Sklave, den der Herr über seinen Haushalt gesetzt hat, ihnen zur rechten Zeit die Speise zu geben? Selig ist jener Sklave, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun findet. Das ist der eine, der mitgenommen wird, von dem wir gerade gelesen haben. Vers 48, wenn aber jener böse Sklave, jetzt gibt es also auch einen bösen Sklaven, ist auch ein Sklave, okay, ist kein Ungläubiger, ist auch ein Sklave, aber der Herr nennt ihn ein böser Sklave. Der erste Sklave hatte die Eigenschaft treu und klug. Der zweite hat die Eigenschaft böse. Und es ist derjenige, von dem wir eben gelesen haben, der nicht mitgenommen wird. Und zu diesem sagt der Herr, wenn jener böser Sklave in seinem Herzen sagt, mein Herr bleibt lange aus, und seine Mitsklaven zu schlagen beginnt und mit den Trunkenen isst und trinkt, so wird der Herr jenes Sklaven kommen, an einem Tag, an dem er ihn nicht erwartet, und in einer Stunde, die er nicht weiß, und wird ihn entzweihauen lassen und ihm seinen Anteil unter den Heuchlern geben. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Das zeigt uns nochmal, dass es für uns Gläubige sowohl Belohnung geben kann, wenn der Herr kommt, das ist der, der selig ist, oder auch eine Strafe. Das ist der böse Sklave. Er wird nicht in Ewigkeit verloren gehen, aber er wird für eine gewisse Zeit an einem Ort sein, dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Und was ich hier betonen möchte, ist, was war das Hauptproblem des bösen Sklaven? Vers 48 sagt es uns. Er hat in seinem Herzen gesagt, mein Herr bleibt lange aus. Das war sein Hauptproblem. Natürlich, rein äußerlich betrachtet, er hat die anderen geschlagen, hat mit den Trunkenen gegessen und getrunken. Aber der Herr erkennt die Herzen, er schaut durch. Und er weiß, dass das eigentliche Problem ist sein Herz. Und in seinem Herzen ist die Haltung, mein Herr bleibt lange aus. Das heißt, er wartet nicht auf das Kommen des Herrn und bereitet sich dementsprechend auch nicht vor. Und ein solcher wird auch nicht erkennen, wann der Herr kommt. Vers 50, der Herr wird kommen an einem Tag, wo er ihn nicht erwartet. Das heißt, ein solcher Christ wird nicht erkennen, wann die Zeit ist, wo der Herr bald kommen wird. Und für ihn wird das Kommen des Herrn keine gute Sache sein. Er denkt vielleicht auch, ja hoffentlich, oder er denkt auch, wenn der Herr kommt, dann wird alles gut, dann kommt Gottes Reich auf die Erde, alle Ungerechtigkeit wird beseitigt. Aber er verkennt, dass es für ihn ein Gericht sein wird. Und sogar wie hier steht, er wird ihn entzweihauen lassen. Und das zeigt uns, wie wichtig unser Herz ist. Letztlich steht und fällt alles mit unserem Herzen. Wir können äußerlich viel machen. Und heute, wenn man sich umschaut, auch im Christentum, es gibt so viel Aktivitäten und Events und man kann wirklich sein Leben investieren in christliche Aktivitäten und viele Dinge tun für Gott. Aber für Gott ist die entscheidende Frage, wie sieht mein Herz aus? Ist in meinem Herzen ein Verlangen, dass der Herr kommt und dass ich ihm wohlgefällig lebe oder nicht? Das ist die entscheidende Frage. Und dieser Sklave hat so eine Haltung gehabt und der war sicherlich keine Ausnahme. Wir haben im Vorfeld dieser Konferenz eine ganze Reihe von Christen eingeladen zu dieser Konferenz. Und viele von uns haben eingeladen und gesagt zu den Bekannten und Freunden, die wir haben, die auch Christen sind, möchtest du nicht kommen, mit uns Gemeinschaft haben über das Kommen des Herrn? Das Kommen des Herrn steht nahe vor der Tür. Und wir möchten sehen, wie wir uns darauf vorbereiten können. Und die Reaktionen waren sehr überwiegend, sehr ernüchternd. Ich habe von mehreren Geschwistern diese Woche gehört, wie ernüchtert sie waren. Kaum jemand
hat positiv reagiert. Den meisten war es egal. Einer antwortete sogar einem Bruder, der ihn eingeladen hat, lass mich in Ruhe, schreib mir sowas nicht mehr. Der Nächste sagte, ich habe keine Zeit, aber ich wünsche dir viel Spaß. Die dritte Person sagte, es gibt sowieso nichts Neues unter der Sonne. Und das ist schockierend. Das ist schockierend. Und als ich das gehört habe, habe ich aber auch mich selber gefragt. Es geht nicht darum, dass wir heute Abend die anderen Christen kritisieren wollen, aber uns selber auch zu fragen, wie sehr brennt das Verlangen nach dem Kommen Jesu in meinem Herzen? Wie ist meine Reaktion, wenn mir ein Bruder sagt, der Herr kommt bald? Genau, Halleluja. Es gibt auch ein paar treue und kluge Sklaven. Wunderbar. Ja, ist es, springt in mir eine Freude hoch oder denke ich, ah, schon wieder? Das sagt er doch jeden Tag zu mir. Oder denke ich mit Furcht und denke, oh Herr, ich will eigentlich noch vorher dies und das und jenes machen. Ich würde gerne vorher noch das erleben und dies erleben. Wir können uns alle selber prüfen. Es geht nicht darum, auf andere zu zeigen. Aber doch müssen wir auch sehen, wie ist der Zustand unter uns Christen heute? Wir sind Gottes Volk. Wir sollten voller Sehnsucht auf unseren Bräutigam warten. Und doch, die meisten, mit denen man redet, haben kein Interesse an der Wiederkunft des Herrn. Geschweige denn, sich darauf vorzubereiten oder ihr Leben entsprechend zu ändern. Deshalb möge der Herr uns so ein Herz geben. Es brennt für die Wiederkunft des Herrn. In 2. Petrus 3, Vers 9. 2. Petrus 3, Vers 9. Sagt Petrus, der Herr verzögert die Verheißung nicht, wie manche es für eine Verzögerung achten. Es gibt tatsächlich heute viele, die es für eine Verzögerung achten. Ja, wir haben auch kürzlich jemanden eingeladen zur Konferenz und diejenige sagte, auch eine gläubige Schwester, sagte, ah, das haben die Christen schon immer gesagt, dass der Herr bald kommt. Warum sollte er gerade jetzt kommen? So spricht der böse Sklave. Er spricht in seinem Herzen, mein Herr bleibt lange aus. Und das Problem an dieser Herzenshaltung ist, du lebst am Ende dein Leben, wie du willst. Das ist das Problem an der Herzenshaltung. Wenn ich denke, der Herr bleibt lange aus, und sowieso haben schon alle gesagt, er kommt und er kam doch nie, am Ende lebe ich mein Leben, so wie ich will, und frage nicht nach dem Willen des Herrn. Und ändere nicht mein Leben und tue nicht Buße. Und deswegen hat der Herr allen Gläubigen, die wirklich ein Herz hatten, zu allen Zeiten, nicht erst heute, zu allen Zeiten, hat er ein Verlangen gegeben, sich auf das Kommen des Herrn vorzubereiten. Und Petrus sagt uns hier, es ist keine Verzögerung, sondern er ist langmütig gegen euch und will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass alle zur Buße kommen. Was machen wir mit der Zeit, die wir heute noch haben? Denken wir, ah, ich habe noch lange Zeit, der Herr kommt sowieso nicht? Oder denken wir, okay, wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, danke Vater für deine Langmut, dass du mir noch Zeit gibst, Buße zu tun. Und denk nicht, Buße zu Buße kommen, er redet hier nur von den Ungläubigen. Wir Christen haben auch noch viel, für das wir Buße tun müssen. Buße ist eine Grundhaltung des Herzens. Täglich bereit zu sein, umzukehren, wenn der Herr uns etwas zeigt, was nicht in Ordnung ist. Die Zeit, die der Herr uns noch gibt, ist dafür da, dass wir unser Leben bereinigen, dass wir alles in Ordnung bringen, bis er kommt. Und dann Sprung zu Vers 11. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr da sein in heiligem Wandel und Göttlichkeit, indem ihr die Ankunft von Gottes Tag erwartet und beschleunigt. Erwartet und beschleunigt. Auch Petrus hat so ein Bewusstsein gehabt, wenn der Herr kommt, kommt das Gericht. Was für Leute müsst ihr da sein? In heiligem Wandel und Göttlichkeit. Wir brauchen einen heiligen Wandel und Göttlichkeit und Gottesfurcht. Und auch hier ist die Frage, erwarten wir diesen Tag? Und hier steht sogar noch beschleunigen. Beschleunigen. Ich glaube, die meisten von uns
wenn wir an den Tag des Herrn denken, denken wir, oh, ich bin noch nicht bereit. Bisschen langsamer. Vielleicht erwarten wir, aber wir bremsen den Tag des Herrn oder würden ihn gerne bremsen. Aber hier ist einer, der sagt, erwartet und beschleunigt. Wenn ich wirklich ein starkes Verlangen habe, dass der Herr kommt, dann werde ich auch sein Kommen beschleunigen wollen. Und in meinem Herzen die Haltung haben, Herr, komme bald und komme so schnell wie möglich. Wir müssen sehen, was für eine Herzenshaltung diese Apostel hatten. Philipper 3, Vers 20. Philipper 3, Vers 20 hat Paulus gesagt, ein anderer Apostel. Denn unsere Bürgerschaft ist in den Himmel, von wo wir auch sehnlich einen Retter erwarten, den Herrn Jesus Christus. Manche Übersetzungen sagen nur erwarten, aber dieses Wort hier ist nicht nur warten, wie man auf den Bus wartet oder auf irgendwas wartet, sondern es ist ein sehnliches Erwarten, ein Erwarten mit Sehnsucht im Herzen. Und dieser Bruder hier hat in seinem ganzen Leben sehnlich auf diesen Retter gewartet, dass er zurückkommt vom Himmel auf die Erde. Ist auch interessant, wie er hier sagt, von wo? Die meisten Gläubigen heute leben irdisch und möchten irgendwann in den Himmel gehen. Paulus lebte himmlisch und hat gewartet, dass der Herr auf die Erde kommt. Ist genau andersrum. Seine Bürgerschaft war in den Himmeln. Er lebte zwar auf der Erde, aber er lebte als ein Bürger des Himmelreichs. Aber er wusste ganz genau, der Herr kommt nicht, um uns alle in den Himmel zu holen, sondern um sein Reich auf diese Erde zu bringen. Und das war sein ganzes sehnliches Erwarten. Möge der Herr uns so ein Herz geben. Hebräer 9, 28. Wir lesen einfach ein paar Verse, um durch das Wort auch so ein Herz zu kriegen. Hebräer 9, 28. So ist auch Christus ein für alle Mal geopfert worden, um die Sünden vieler zu tragen. Zum zweiten Mal wird er nicht wegen der Sünde erscheinen, sondern zur Errettung derer, die sehnlich auf ihn warten. Amen. Das Problem der Sünde hat der Herr beim ersten Kommen erledigt. Beim zweiten Mal wird er kommen, um all die völlig zu erretten, die sehnlich auf ihn warten. Sind wir solche? Gehören wir zu denen, die sehnlich auf ihn warten? Und die gute Nachricht ist, wenn die Antwort darauf Nein ist heute Abend, ist nicht alles verloren. Denn wir können Buße tun und unser Herz neu dem Herrn geben. Ja, ich kann von mir selbst auch nicht sagen, dass ich völlig voller Sehnsucht bin, den Herrn zu erwarten. Da muss auch noch mehr wachsen. Aber ich weiß, wenn ich mein Herz dem Herrn gebe und ihn bitte, dass er das in mir wirkt, dann wird er das auch tun. Und das ist, was wir machen müssen. Nicht heute Abend frustriert rauslaufen, weil wir merken, wir haben so ein Herz gerade nicht. Sondern Buße tun und dem Herrn unser Herz geben. Der Herr hat ja versprochen in Hesekiel 36, ich will euch ein neues Herz geben. Und zu diesem neuen Herzen gehört ein sehnsüchtiges Warten auf die Wiederkunft des Herrn. Das ist Teil des neuen Herzens, das der Herr uns verheißen hat. Wir müssen es nur von ihm einfordern. Aber das müssen wir machen. Zum Herrn wirklich gehen und lasst uns das alle machen heute Abend. Zu ihm zu kommen und zu sagen, Herr, gib mir dieses neue Herz. Ein Herz, das brennt für deine Wiederkunft. Ein Herz, in dem nichts wichtiger ist, als dass du bald kommst und dass wir alle darauf vorbereitet werden. So ein Herz brauchen wir. 2. Timotheus 4, Vers 8 sagt Paulus, fortan liegt mir der Siegeskranz der Gerechtigkeit bereit, mit welchem der Herr, der gerechte Richter, mich belohnen wird an jenem Tag, nicht allein aber mich, sondern auch alle, die sein Erscheinen lieben. Alle, die sein Erscheinen lieben. Ich habe eine andere Übersetzung noch gelesen gehabt, die Tage, dort heißt es, alle, die auf sein Erscheinen voller Liebe gewartet haben. So, es hat auch mit der Wiederkunft des Herrn zu tun. Paulus sagte, die Belohnung ist für alle,
die auf das Erscheinen des Herrn warten und es lieben. Das ist erstaunlich. Er sagt nicht, Belohnung ist für die, die dies und das und jenes gemacht haben. Sondern er sagt, die Belohnung ist für die, die so ein Herz haben. Das Erscheinen des Herrn zu lieben. Lob den Herrn. So, das sind ein paar Verse, die uns einen Eindruck geben sollen, wie wichtig es ist, so ein Herz zu haben in der Erwartung der Wiederkunft Christi. Und wenn wir zurückgehen zu Matthäus 24, Vers 36. Der Herr redet hier auch davon, er redet nicht nur über die Christen, die noch leben, wenn der Herr kommt, und über den Treuen und den Bösen, er redet auch, wie es zu dieser Zeit seines Kommens sein wird. Und er sagt in Vers 36, von jenem Tag aber und der Stunde weiß niemand, also dem Tag seines Kommens, auch nicht die Engel der Himmel, auch nicht der Sohn, sondern allein der Vater. Und dann sagt er, denn wie die Tage des Noah, so wird das Kommen des Menschensohnes sein. Das ist schon mal ein wichtiger Anhaltspunkt. Der Herr sagt uns, die Zeit, in der er zurückkommen wird, die wird so sein, wie die Zeit, in der Noah gelebt hat. Das ist für uns sehr kostbar. Denn dann können wir gehen und schauen, wie war es denn zu der Zeit, in der Noah gelebt hat. Das wird uns helfen zu erkennen, in welcher Zeit wir heute leben und wann der Herr kommt. Und wenn wir schauen, was war, das weiß jedes Kind, was war das Besondere zur Zeit Noahs? Er hat die Arche gebaut. Die Zeit Noahs war die Zeit, wo das Gericht Gottes über die ganze Erde kam, in Form einer großen Flut. Und es war eine Zeit, in der Noah und mit ihm 7 andere die Arche gebaut haben, um von diesem Gericht gerettet zu werden. Das lernen schon die kleinen Kinder über Noah und die Arche. Aber es steckt weit mehr dahinter als nur eine Kindergeschichte. Es hat mit der Wiederkunft des Herrn sehr viel zu tun. Die Zeit oder das Wort von Noah hat sehr viel mit der Wiederkunft Christi zu tun. Daher lass uns mal kurz schauen in 1. Mose. In 1. Mose 6, Vers 8 redet Gott von Noah. 1. Mose 6, Vers 8. Und er sagt, Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Es war ein Mann, der wirklich mit Gott gewandelt ist. Gerechter Mann. Und deswegen hat Gott auch ihm anvertraut, was er tun will. Gott hat Noah wirklich anvertraut, was er tun will und ihm den Auftrag gegeben, die Arche zu bauen. Aber Noah war nicht der erste Mann, dem Gott offenbart hat, dass ein Gericht kommen wird. Es gab noch jemanden, der das weit früher gesehen hat. Und zwar, wenn wir zu 1. Mose 5 gehen, Vers 21. Da gibt es einen, den auch viele von uns kennen wahrscheinlich, der heißt Henoch. Henoch. Vers 21 und Henoch, 1. Mose 5, Vers 21. Henoch lebte 65 Jahre, da zeugte er den Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang, nachdem er den Methuselah gezeugt hatte, und zeugte Söhne und Töchter. Und seine Lebenszeit waren 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott. Lob den Herrn. Noch einer, der mit Gott wandelte. Und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Das ist wunderbar. Es gab auch zu der Zeit schon Entrückung. Und Henoch wurde entrückt. Und wir sehen es hier nicht explizit geschrieben, aber doch offenbart uns die Schrift, dass Gott schon dem Henoch offenbart hat, dass ein Gericht kommen wird. Woher wissen wir das? Wir wissen es zum einen, es gibt einen Vers in Judas, der von Henoch redet und zeigt, er hat Gericht verkündigt.
Und wir sehen es auch an dieser Stelle, denn der Name Methuselah bedeutet, es kommt, wenn er stirbt. Und dieses es ist das Gericht. Gott hat Henoch offenbart, dass ein Gericht kommen wird. Und dass dieses Gericht kommen wird, an dem Tag, an dem sein Sohn, den er gerade gezeugt hat, sterben wird. Das ist die Bedeutung des Namens Methuselah. Und woher wissen wir das? Es ist nicht nur die Namensbedeutung. Wir können anhand der Geschichte nachvollziehen, anhand der Bibel nachvollziehen, dass Methuselah tatsächlich genau dann gestorben ist, als es zu regnen anfing, als das Gericht kam. Das zeigt, Gott muss dem Henoch gezeigt haben, das Gericht kommt. Und deshalb, von diesem Moment an, und das betont das Wort hier, fing Henoch an, mit Gott zu wandeln. Diese Offenbarung hat ihm eine Furcht gegeben. Er wandelte mit Gott, nachdem er den Methuselah gezeugt hatte, steht hier. Das heißt, Gott hat ihm das Gericht geoffenbart und es hat ihm eine Furcht gegeben. Und er hat angefangen, mit Gott zu wandeln. Und hat 300 Jahre mit Gott gewandelt und am Ende hat Gott ihn entrückt. Wirklich wunderbar. Und Methuselah ist der Mensch, der am längsten jemals gelebt hat. Es steht in Vers 27, 969 Jahre. Warum hat Methuselah so lange gelebt? Wir haben gerade in 2. Petrus 3 gelesen. Es war die Langmut Gottes. Methuselah hat nur deshalb so lange gelebt, weil Gott langmütig war und den Menschen noch Zeit geben wollte, die maximale Zeit, um Buße zu tun und umzukehren. Aber leider dann später, einige hundert Jahre später, ist Kapitel 6, was wir gerade gelesen haben, zur Zeit Noahs, leider haben nicht viele Buße getan. Gott konnte nur 8 Menschen durch die Arche retten. Aber was wir hier sehen müssen ist, für Henoch, was war sein Weg? Sein Weg war, mit Gott zu wandeln. Er wandelte mit Gott. Gott hat nichts sonst von ihm verlangt, als mit Gott zu wandeln. Noah hingegen, Kapitel 6, wandelte auch mit Gott. Noah 6, Vers 9, Noah wandelte mit Gott, genau wie Henoch. Aber Noah lebte zu einer anderen Zeit. Noah lebte zu der Zeit, wo sich dieses Gericht erfüllen sollte. Er lebte in der Zeit, wo es kurz bevorstand. Und deshalb war es für Noah nicht mehr ausreichend, nur mit Gott zu wandeln. Sondern Noah hat von Gott noch eine sehr viel konkretere Offenbarung bekommen und einen Auftrag, nämlich baue die Arche. Und Gott hat ihm alle Maße gezeigt. Und Gott hat ihm genau gezeigt, was Noahs Weg war, um dem Gericht zu entrinnen. Henochs Weg war, mit Gott zu wandeln und er wurde entrückt. Aber Noah musste die Arche bauen und er wurde auch nicht entrückt. Er musste in die Arche reingehen und durch die Arche vom Gericht gerettet werden. Und das zeigt uns etwas, wir haben hier auf der Gliederung unter Punkt B geschrieben. Was zeigt uns die Geschichte von Henoch und Noah? Dass es eine fortschreitende Offenbarung Gottes gibt. Gott zeigt nicht zu einer Zeit alles. Und Gott macht auch nicht zu jeder Zeit dasselbe. Sondern Gott hat für bestimmte Zeiten bestimmte Offenbarungen. Und auch bestimmte Dinge, die er von uns Menschen, die er möchte, dass wir Menschen tun. Wir denken, oder viele Gläubige denken, Gott ist immer derselbe. Und sie haben irgendwann mal eine Offenbarung vom Herrn empfangen und halten ihr Leben lang daran fest. Und denken, was der Herr mir vor 40, 50 Jahren gezeigt hat, daran halte ich fest. Und erkenne nicht, dass Gott mit uns immer weitergehen möchte. Er hat uns immer mehr zu zeigen. Gott ist unbegrenzt, er ist unausforschlich. Wenn Noah gesagt hätte, also Gott, hör mal zu, bei Henoch hat es gereicht, mit dir zu wandeln. Ich wandle auch mit dir, wieso muss ich die Arche bauen? Wieso musste dann Henoch nicht schon die Arche bauen?
Und auch heute sprechen manche so, ja, wenn das der Weg ist, sich auf die Wiederkunft des Herrn vorzubereiten, warum war das nicht schon damals geschrieben? Wieso hat Gott das nicht schon damals gezeigt? Das wäre genau wie wenn Noah sich weigern würde, die Arche zu bauen, weil das was Neues war. Das war was sehr Neues und auch was sehr Ungewöhnliches. Wenn Gott dir zu der damaligen Zeit sagt, bau die Arche, das war jetzt nicht gerade das Naheliegendste. Und dann noch auf dem Berg. Aber Noah war ein besonderer Mann, er war Gott gehorsam. Steht geschrieben, Vers 22, Noah machte es so. Er machte alles genau so, wie es ihm Gott geboten hatte. Das ist die richtige Einstellung. Und wie ist unser Herz, wenn der Herr uns heute was Neues zeigen möchte? Etwas, was wir bisher noch nicht gesehen haben. Sagen wir, ah, das verstehe ich nicht, das passt mir nicht, das kenne ich nicht. Oder sind wir wie Noah und sagen, Amen, Herr. Wir wollen es genauso machen, wie du es haben möchtest. Und Noah hat nicht nur einen viel konkreteren Weg gehabt, sich auf das Gericht vorzubereiten als Henoch. Gott hat Noah auch die Zeit dieses Gerichtes noch viel genauer gezeigt. Lass uns zu Kapitel 7 gehen. Kapitel 7, Vers 1. Der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus. Und nimm die Tiere mit und so weiter. Vers 4. Denn es sind nur noch 7 Tage. Dann will ich es regnen lassen auf der Erde. Jetzt wird Gott plötzlich sehr genau und sehr konkret. Bis zu diesem Punkt kannte Noah weder den Tag noch die Stunde. Er wusste nur, das Gericht kommt. Und er konnte darauf vertrauen, dass Gott ihm noch genug Zeit geben wird, die Arche zu bauen. Und Gott hat ihm in Kapitel 6 noch nicht gesagt, wann es kommt. Gott hat ihm nicht gesagt, in ungefähr 20 Jahren. Er hat gesagt, bau die Arche. Und ich bin überzeugt, Noah hat von dem Tag an täglich an der Arche gebaut. Er hat jeden Tag benutzt, um sich auf das kommende Gericht vorzubereiten. Wenn Gott ihm damals schon gesagt hätte, es sind noch, angenommen, 20 Jahre, ich weiß nicht, mit wie viel Elan er an den Bau gegangen wäre, wenn er weiß, oh, noch 20 Jahre bauen. Gott hat es ihm nicht so genau gesagt, weil er weiß, das wird ihm zu der Zeit nicht helfen. Und warum reden wir darüber? Wir haben gerade Matthäus 24 gelesen. Zur Zeit der Wiederkunft Christi wird es wie zu den Tagen Noahs sein. Das bedeutet, auch was die Wiederkunft Christi betrifft, muss irgendwann mal eine Zeit kommen, wo der Herr es manchen genauer offenbart, wenn es nah vor der Tür ist. Es muss so sein. So war es auch bei Noah. Gott hat nicht gesagt, das Gericht kommt und irgendwann plötzlich fängt es an zu regnen. Nein, Gott hat ihm 7 Tage vorher gesagt, so und jetzt hast du noch 7 Tage. Die Zeit, die er noch brauchte für die letzte Vorbereitung. Und der Herr sagt, so wie es in den Tagen Noahs war, wird es auch zu der Zeit sein, wo der Menschensohn kommt. Das bedeutet, der Herr muss auch je näher sein Kommen rückt, genauer zeigen, wann dieser Tag sein wird. Es muss so sein. Natürlich, wenn der Herr vor 2000 Jahren den Jüngern schon gesagt hätte, also ich komme im 21. Jahrhundert, die ganzen Verse, die wir am Anfang gelesen haben, ich glaube, die gäbe es alle nicht. Ich weiß nicht, ob dann ein Paulus schreibt, dass er mit Sehnsucht ihn erwartet, wenn er weiß, er kommt in 2000 Jahren. Der Herr hat es ihnen nicht gesagt, weil er weiß, diese Offenbarung wird ihnen zu der Zeit nichts nützen. Es wird ihnen überhaupt nichts nützen, es wird ihnen sogar schaden. Unser Gott ist weise, er zeigt nicht alles auf einmal. Er weiß, wenn er uns alles auf einmal zeigt, das schadet uns. Sondern er hat den Jüngern gesagt, der Herr wird wiederkommen. Und in ihrem Herzen war, er kommt bald wieder. So bald war es nicht, wissen wir heute. Aber diese Haltung brauchten sie, um ihr Leben darauf auszurichten. Sie brauchten diese Haltung.
Der Herr hat ihnen das gezeigt, was für sie wichtig war, damit sie sich vorbereiten. Denn ob der Herr in 2000 Jahren kommt, spielt erstmal keine Rolle. Auch sie hatten nur ein begrenztes Leben zu leben. Auch sie hatten nicht viel Zeit. Und auch wir, wisst ihr, diese Aussage, die man oft hört, ja, der Herr bleibt lange aus, die ist allein schon deshalb Unsinn, weil wir nicht wissen, wie viel Zeit wir noch haben. Wenn ich morgen sterbe, dann habe ich nur noch einen Tag, egal wann der Herr kommt. Deswegen sollten wir sowieso in unserem Herzen täglich die Erwartung haben, dass er kommt. Schon mal unabhängig von der Zeit, wann er kommt. Aber dann müssen wir sehen, dass kurz bevor er kommt, die Offenbarung konkreter werden muss. So wie Noah 7 Tage vorher plötzlich genau wusste, wann es kommt, so können wir auch erwarten, dass der Herr uns zeigen wird, wann er kommt, wenn wir wirklich in der Zeit leben. Und das glauben wir. Und wir werden morgen viel Gemeinschaft darüber haben, um uns restlos zu überzeugen, dass wir wirklich in der Zeit leben, wo das Kommen des Herrn vor der Tür steht. Und dann dürfen wir auch erwarten, dass der Herr uns Dinge zeigen wird, die er bisher noch nicht offenbart hat. Das dürfen wir von ihm erwarten. Das sehen wir an Henoch und Noah. Aber auch da ist die Frage, wie ist unsere Herzenshaltung? Sind wir bereit für eine frische Offenbarung vom Herrn? Sind wir hungrig und suchend danach? Der Herr sagt in Jeremia 33,3, rufe mich an und ich will dir antworten und will dir Großes und Unfassbares zeigen, das du nicht kennst. Aber der Vers fängt an mit, rufe mich an. Wenn ich den Herrn nicht anrufe und es mir egal ist, wann er kommt, dann werde ich auch keine Offenbarung darüber empfangen. Und sogar noch Anstoß nehmen, wenn andere darüber reden. Deswegen, wie uns die Verfassung des Himmelreiches gelehrt hat in Matthäus 5, selig sind die Armen im Geist, selig sind die reines Herzens sind. Das brauchen wir so sehr. Der Herr möchte uns viel zeigen und viel Neues zeigen. Aber es hängt von unserer Herzenshaltung ab. Ich habe noch einen wunderbaren Vers gefunden in Jesaja 48. Jesaja 48, Vers 6, Vers 6b bis 7. Dort sagt Gott, von nun an lasse ich dich Neues hören und Verborgenes, was du nicht wusstest. Jetzt erst ist es geschaffen worden und nicht schon früher. Und vor dem heutigen Tag hast du nichts davon gehört, damit du nicht sagen könntest, siehe, ich habe es gewusst. Der Herr hat uns Neues und Verborgenes zu zeigen. Besonders in der Zeit, wo sein Kommen nah vor der Tür steht. Und dass der Herr in Matthäus 24 gesagt hat, wenn wir dahin nochmal zurückgehen, Matthäus 24, 36, von jenem Tag und der Stunde weiß niemand. Das bedeutet nicht, dass niemals, zu keiner Zeit, niemand den Tag wissen wird. Sondern zu dieser Zeit damals, als die Jünger ihn gefragt haben, Matthäus 24 ist die Antwort auf die Frage der Jünger, Herr, wann wirst du kommen und was wird das Zeichen sein? Zu dieser Zeit, vor 2000 Jahren, sagt der Herr zu ihnen, vom Tag und der Stunde weiß niemand. Und er selbst war damals noch als Mensch auf der Erde. Zu dieser Zeit weiß nur der Vater von dem Tag. Aber ich bin mir sicher, dass der Herr heute, wo er auf dem Thron sitzt, sehr wohl weiß, wann er kommen wird. Damals als Mensch auf der Erde konnte er sagen, ich weiß es auch nicht. Aber heute ist eine andere Zeit. Der Herr sitzt heute auf dem Thron. Und wir leben in der Zeit, wo das Kommen des Herrn kurz bevorsteht. Und wir werden morgen noch mehr im Detail sehen über die Zeichen des Kommens des Herrn. Und das Buch Offenbarung sagt uns, dass wenn gewisse Zeichen eintreten, dass es dann noch so und so viele Tage sind. Das Buch Offenbarung redet von 1260 Tagen. Wenn niemals jemand wüsste, wann der Tag des Herrn ist, wie kann es sein, dass Offenbarung plötzlich von Tagen redet und sagt, wenn die Tage rum sind, dann geschieht es. Das heißt, irgendwann müssen mal Dinge geschehen und Zeichen eintreten, bei deren Eintritt wir dann sagen können, okay, jetzt wissen wir den Tag. Es muss so sein.
So wie bei Noah. Irgendwann wusste er den Tag. Natürlich, davor konnte er sagen, den Tag weiß niemand außer Gott. Aber nach 1. Mose 7 wusste Noah den Tag. Und auch uns möchte der Herr irgendwann sicherlich zeigen, wann genau er kommen wird, damit wir die letzte Zeit, die wir noch haben, ganz für ihn investieren können. Das müssen wir glauben und lob den Herrn, so ist es. Und dann redet der Herr, das sehen wir in Lukas-Evangelium, Lukas 17, er vergleicht es nicht nur mit den Tagen Noahs, er vergleicht es auch mit den Tagen Lots. Lukas 17, 28, ebenso wie es in den Tagen Lots zuging. Und dann beschreibt er sie. Und auch bei Lot weiß fast jeder sofort, was das Besondere zu der Zeit war. Nämlich das Gericht über Sodom und Gomorra. So wie bei Noah jeder weiß, es war die Arche und das Gericht durch die Flut, so weiß bei Lot fast jeder, es war auch eine Zeit des Gerichts, nämlich über Sodom und Gomorra. Und bei Lot sehen wir, es gab nicht nur Lot, es gab Abraham. Lot war der Neffe von Abraham. Und Lot war leider jemand, der die Welt lieb gewonnen hatte. Und deswegen, als dieses Gericht über Sodom und Gomorra kam, wusste Lot nicht wirklich, was ihm dort geschieht. Ja, viele von uns kennen ja die Geschichte. Es sind Engel reingekommen, um ihn rauszuholen. Und selbst als sie ihm gesagt haben, dass das Gericht kommen wird in Form von Feuer und Schwefel, konnte er es nicht wirklich glauben und war zögerlich. Und sie mussten ihn am Ende sogar packen und rausziehen aus der Stadt, weil er sonst nicht mitgekommen wäre. Das ist nicht gut, wenn wir ein Herz haben, was noch die Welt lieb hat. Am Ende sind wir blind für das Kommen des Herrn. Und selbst wenn es schon vor der Tür ist, kriegt man uns kaum aus der Welt rausgezogen. Aber Abraham war anders. In 1. Mose Kapitel 18, 1. Mose Kapitel 18, Vers 16, diese Engel in Form von Männern, sie waren gerade bei Abraham und dann heißt es in Vers 16, sie brachen auf und wandten sich nach Sodom. Und dann Vers 17, ist ein kostbarer Vers, dort steht, da sprach der Herr, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Hier sehen wir jetzt mal nicht das Herz eines Menschen, der sich vorbereitet, sondern Gottes Herz. Gott hat auch ein Herz. Sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Gott hat so ein Herz. Er möchte den Menschen, die ihn wirklich kennen und lieben, anvertrauen, was er tun will. Und das ist, was wir an Abraham und Lot sehen. Wie wir geschrieben haben, Gott will seinen Sklaven und Freunden das Zukünftige offenbaren. Und es gibt einen Vers, in Amos 3, Vers 7, der auch ein wichtiges Prinzip zeigt. Amos 3, Vers 7, dort steht, nein, Gott, der Herr, tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Das ist eine starke Aussage. Das zeigt, dass Gott nicht einfach irgendwas tut und kein Mensch wusste Bescheid. Hier steht sogar, er tut gar nichts. Einfach so. Sondern immer dann, wenn Gott etwas tut, muss es manche geben, denen er es vorher offenbaren kann. Hier steht seinen Knechten, den Propheten. Gerade haben wir gelesen, Abraham war so einer. Gott konnte Abraham nicht verbergen, was er mit Sodom vorhatte. Und dann hat er es Abraham vorher gesagt. Bevor er Sodom und Gomorra gerichtet hat, hat er es Abraham offenbart. Und sicherlich auch, weil er wusste, dass Abraham mit dieser Offenbarung vernünftig umgeht. Denn danach hat Abraham mit Gott gehandelt, um zu sehen, ob es noch solche gibt, Menschen, Gerechte in Sodom, die gerettet werden können. Es war ihm nicht egal. Es war für ihn keine Information allein, sondern es hat Abrahams Herz bewegt. Er wusste sicherlich, sein Neffe ist dort drin, seine Familie ist dort drin. Und er hat mit Gott gerungen, um zu sehen, ob es noch Rettung gibt.
Gott möchte es vorher seinen Freunden und Sklaven offenbaren. Und wir haben vorhin am Anfang auch den Vers gelesen, Johannes 16. Das ist letztlich eine Funktion, die der Heilige Geist in jedem von uns hat. Jesus hat damals gesagt, ich habe euch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Jesus konnte mitnichten alles sagen, was wichtig war damals. Und es steht auch nicht alles geschrieben im Detail. Auch in Apostelgeschichte 1 steht nur, er hat 40 Tage mit ihnen über das Reich geredet. Aber es steht leider nicht geschrieben, was sie alles im Detail geredet haben. Das zeigt, es gibt noch vieles, was der Heilige Geist uns heute offenbaren muss. Wir dürfen auch nicht die Bibel so lesen, dass wir sagen, ja, nur was da wortwörtlich explizit steht, das glaube ich und alles andere nicht. Der Geist möchte das Wort der Schrift benutzen, um uns noch viel zu offenbaren. Natürlich, Gott wird nie über das hinausgehen, was geschrieben steht. Das müssen wir auch sehen. Gott wird nicht, sonst könnte jeder kommen und manche behaupten auch, ja, Gott hat mir dies gezeigt, Gott hat mir das gezeigt. Nein, jede Offenbarung des Herrn basiert auf der Schrift. Das ist sicherlich so. Und Gott benutzt die Schrift, um uns Neues zu offenbaren. Aber die Schrift ist so unausforschlich reich und der Heilige Geist ist so unausforschlich reich, dass du nie sagen kannst, alles steht schon hier drin geschrieben, so wie ich es jetzt gesehen habe. Es gibt immer noch mehr zu sehen in der Schrift. Und der Heilige Geist ist uns gegeben, um uns das Zukünftige zu zeigen. Und wir werden morgen noch sehen und sicherlich beeindruckt werden, wie Gott die Schrift benutzt, die schon tausende Jahre geschrieben steht, um uns zu zeigen, was in Zukunft geschehen wird. Das kann nur Gott. Das kann kein Mensch. Kein Mensch kann ein Buch schreiben, das dir Jahrtausende später noch zeigen kann, was in der Zukunft geschieht. Das kann kein Mensch. Das kann nur der lebendige Gott durch sein lebendiges Wort und seinen Heiligen Geist. Aber was wir erkennen müssen ist, der Heilige Geist, der in uns lebt, in uns, die wir Jesus aufgenommen haben, der hat eine wichtige Funktion, nämlich uns das Zukünftige zu offenbaren. Wenn wir solche sind, die ein Herz dafür haben, natürlich, wenn es mir egal ist, dann wird der Geist mir auch nichts zeigen. Aber wenn ich ein Herz habe und vor allem ein Herz in die Richtung, Herr, zeige mir, was geschehen wird, damit ich mich vorbereiten kann, damit ich mein Leben nicht verschwende, sondern in dein Reich investieren kann, so einem Herzen wird der Herr sicherlich zeigen, was geschehen wird. Ja, lobt den Herrn. Lasst uns den Herrn auch bitten, dass wir den Heiligen Geist in dieser Weise kennenlernen, dass er uns das Zukünftige offenbart. Denn auch heute, Gott hat viel vor, was er tun will. Aber wir haben gerade gelesen, er kann es nicht tun, bevor er es nicht manchen gezeigt hat. Und lasst uns doch solche sein, denen er es anvertrauen möchte. Und das ist auch der Grund, Abraham, sagt uns Jakobus 2, 23, Abraham wurde ein Freund Gottes genannt, steht dort. Das ist wunderbar. Ich möchte auch ein Freund Gottes genannt werden können. Einer, dem Gott etwas anvertrauen kann. Und in Johannes 15 sagt der Herr auch zu seinen Jüngern, Johannes 15, Vers 15, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut, sondern ich habe euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles wissen lassen, was ich von meinem Vater gehört habe. Und hier sehen wir auch, was in Gottes Augen Freundschaft ist. In Gottes Augen ist Freundschaft nicht nur ein schönes Zusammensein, man versteht sich gut. Für Gott bedeutet Freundschaft, er offenbart, was passieren wird. Der Herr sagt, ich habe euch Freunde genannt. Warum? Weil ich euch alles gesagt habe, was der Vater mir geoffenbart hat. So ein Freund Gottes ist einer, dem Gott anvertraut, was er tun will. Und lobt den Herrn, wenn der Herr das zu den Jüngern gesagt hat, dann kann das sehr wohl auch für uns gelten. Aber es gibt eine Bedingung im Vers davor, Vers 14. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Es ist nicht so einfach zu sagen, ich bin ein Freund Gottes. Die Frage ist, tue ich, was er mir sagt? Sehr einfache Definition.
ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und so sehen wir, es gibt einen einfachen, also einfach, aber es gibt einen klaren Weg, ein Freund Gottes zu sein, nämlich gehorsam zu lernen und zu tun, was er sagt. Diejenigen, die tun, was der Herr ihnen sagt, denen wird der Herr auch noch mehr zeigen. Wenn wir solche sind, die nicht tun, was er sagt, warum soll er uns mehr offenbaren? Dann bleiben wir immer bei der alten Offenbarung stehen. Dann gibt es auch nichts Neues mehr für uns. Und dann kennen wir Gott auch nicht als den, der uns, wie wir in Jesaja gelesen haben, Neues und Großes zeigt, was wir nicht kennen. Aber wenn wir solche sind, die tun, was Gott uns sagt, dann wird er uns immer noch mehr zeigen. Und dann sind wir Freunde Gottes. Und das ist wunderbar. Die wichtigste Freundschaft, die man haben kann, ist ein Freund Gottes zu sein. Lieber von allen Menschen verachtet und verworfen, aber ein Freund Gottes. Als noch die Einheit mit allen Menschen halten, aber keine neue Offenbarung mehr von Gott zu bekommen. Das ist nicht gut. Und deshalb sehen wir auch in Hebräer 11, ihr könnt die Verse selber lesen, sie stehen auf der Gliederung. Hebräer 11 heißt es, durch Glauben gehorchte Abraham. Lobt den Herrn. Gott hat ihn berufen auszuziehen und er hat gehorcht. Und das hat Gott so gut gefallen, dass dieser Mann auf ihn gehört hat, dass er ihm noch mehr gezeigt hat. Und noch mehr und noch mehr. Und heute sollen wir auch solche sein wie Abraham, denen der Herr noch mehr zeigen kann über sein Kommen. Wann er kommt und auch wie wir uns darauf vorbereiten können. Auch für uns heute, in der Zeit, in der wir heute leben, muss es einen konkreten Weg der Vorbereitung geben. Es muss so sein. So wie Noah Weisung bekommen hat, die Arche zu bauen und es getan hat, so muss es auch für uns heute einen Weg geben, wie wir uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten können. Vor allem, wenn es so nah vor der Tür steht. So, lasst uns wirklich lernen von diesen Beispielen der Schrift, von Noah, auch von Abraham und von dem, was der Herr uns gesagt hat. Wir leben heute wirklich in der Zeit, wo der Herr uns auch den Tag zeigen möchte, wann er kommt. Wir können nicht mehr sagen, ja, niemand weiß Tag und Stunde. Das können wir heute nicht mehr sagen. Denn wir leben in der Zeit, wo es bald geschehen wird. Und Gott möchte uns noch mehr zeigen. So lasst uns arm im Geist sein, rein im Herzen. Uns demütigen vor dem Herrn. Denn den Demütigen gibt er Gnade. Ja, und zu guter Letzt noch 1. Thessalonicher 5. Und damit schließe ich dann. 1. Thessalonicher 5, Vers 1. Was aber die Zeiten und Fristen betrifft, Brüder, habt ihr es nicht nötig, dass man euch schreibt. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und dann redet in Vers 3 erstmal von den Unkundigen und sagt, wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie. Und sie werden nicht entfliehen. Das heißt, für die, die sich nicht vorbereiten und den Herrn nicht erwarten von Herzen, für die wird der Tag des Herrn wirklich kommen wie ein Dieb in der Nacht und wird ein Fallstrick für sie sein. Ja, wenn man schläft in der Nacht, kriegt man nicht mit, wann der Dieb kommt. Aber dann in Vers 4 sagt er, ihr aber Brüder, das heißt Vers 3, gilt nicht für die Brüder, zu denen er jetzt redet. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass der Tag euch wie ein Dieb ergreifen sollte. Denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir sind nicht von der Nacht, noch von der Finsternis. Lobt den Herrn. Es gibt solche, die wachen und die auch wissen, wann der Herr kommt. Steht hier sehr klar geschrieben. Vers 6, so lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen. Auch Paulus wusste, es besteht die Gefahr für uns Gläubige, dass wir einschlafen. Und letztlich alles, was Satan heute versucht, zielt darauf ab, uns alle zum Einschlafen zu bringen. Ja, das sind nicht nur Probleme, es sind auch
Wohlstand. Es ist manchmal nicht so gut, wenn es uns so gut geht und alles glatt läuft. Am Ende schlafen wir ein. Und der Feind freut sich und sagt, schlaf nur weiter und leb dein Leben. Schlaf wie die übrigen, wie hier steht. Aber Paulus sagt, lasst uns nicht schlafen wie die übrigen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Amen. Lasst uns wachen und nüchtern sein. So, wenn wir solche sind, die wachen und nüchtern sind, dann wird uns dieser Tag nicht plötzlich aus dem Nichts überfallen, sondern der Herr wird uns mehr Offenbarung geben, wann er kommt und wie wir uns vorbereiten können. Lobt den Herrn, lasst uns wachen und nüchtern sein und dem Herrn wirklich heute Abend unser Herz geben. Ihn sehnlich zu erwarten. Amen.